Guten Morgen, hallo, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Interessierte. Wir wollten euch heute was Schönes mitteilen, und zwar die sogenannte BIM, die Bibel Jehoschua Maschias, ist jetzt online verfügbar auf unserer Homepage Zurück zum Wort. Da oben gibt es den Link. Wenn ihr mal auf der Homepage seid, könnt ihr da einfach hinklicken, oder ihr wartet ein bisschen ab, bis das Slide kommt und sowieso dann diese Bibelübersetzung dann aufploppt. Hier geht ihr auf Mehr. Dann seid ihr schon auf dieser Seite. Wenn ihr mal die Übersicht sehen wollt, klickt ihr einfach. Zack. Bei den Seiten, die schon aufgesprungen sind, automatisch klickt ihr aufs Minus und dann habt ihr die ganze Übersicht. Wir sind jetzt erstmal die Evangelien drin. Dies alles auf PDF. Die BIM ist noch nicht fertiggestellt. Es wird noch an einigen Büchern gearbeitet. Es wird aber auch an allen Büchern fortwährend gearbeitet. Also das ist keine statische Arbeit, sondern eine kontinuierliche. Das heißt, wenn ihr jetzt auch hier in diesen PDFs irgendwelche Fehler seht, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler, wenn euch irgendwelche Sachen auffallen, wenn ihr Anregungen habt, bitte gerne auf Kontakt gehen, uns mal schreiben, was euch aufgefallen ist, sodass wir das dann auch verarbeiten oder beachten können. Herzlichen Dank dafür schon mal. Für diejenigen, die noch nie was von der BIM gehört haben, die BIM ist eine neue Bibelübersetzung, ein ziemlich aufwendiges Werk, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich wie viele Bibelübersetzungen. Sie ist entstanden aus der französischen BIM, La Bible de Jehoshua Mashiach, mit Anregungen aus der Elberfelder Übersetzung, teilweise Schlachter, also aus alten Übersetzungen, die ja dann auch keinen Copyright mehr haben, weil sie älter als 100 Jahre oder so sind. Und auch mit Anregungen aus der King James Version, aus der englischen Version. Also es ist ein ziemlich detailliertes Werk, würde ich jetzt mal sagen. Ja, was ist noch zu sagen? Ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir bisher haben. Und zwar, hier gibt es einige Erklärungen vor zur französischen Originalausgabe, zur deutschen Ausgabe, die Bezeichnung Elohim. Warum nennen wir Gott jetzt ab jetzt Elohim? Also den hebräischen Begriff, genauso das Tetragramm Yahweh, dass er bis jetzt mit Herr übersetzt wurde. Dann, wie soll man den Herrn nennen? Da geht es um den Namen Jehoshua, wenn wir jetzt da mal reinschauen. Das ist, ploppt dann auch ziemlich klein auf, aber da zoomen wir mal, tata, dann kann man es gut lesen. Hier machen wir es wieder zu. Dann kommen auch schon die Evangelien. Und zum Schluss noch dann Hilfen, Verzeichnis der Abkürzungen, so wie in jeder Bibelversion, damit man auch weiß, okay, MT heißt Matthäus und so weiter, APG, Apostelgeschichte. Wir sind jetzt erstmal nur am sogenannten Neuen Testament, das Testament Jehoshua Maschias, da sind wir jetzt noch dran bei der Übersetzung. Hier seht ihr zum Beispiel die Harmonie der Evangelien, das ist eine Konkordanz, machen wir jetzt einmal wieder größer, wo man es gescheit sehen kann. Zum Beispiel, Josef sieht den Engel. Ja, da kannst du jetzt genau sehen, das kommt nur in Matthäus 1, 18 bis 25 vor. Dann gibt es aber andere Sachen, zum Beispiel Johannes der Täufer, der Gesandte Elohims. Das kommt jetzt in drei Büchern vor, Matthäus, Markus, Lukas. Genau, also das ist halt eine Konkordanz für diejenigen, die schon Bibelleser sind, die kennen sich damit schon aus.
Ich möchte jetzt gar nicht, keine weiteren Erklärungen geben, weil es kommt sowieso dann noch mal eine ausführliche Beschreibung, wie wurde gearbeitet. Da erklären wir euch dann etwas transparenter, wie die Arbeit vonstatten geht, die Vorgehensweise. Was ich euch jetzt nur noch zeigen möchte, diese Bibel ist zur kostenlosen Weitergabe gedacht. Es ist nicht erlaubt, sie zu verkaufen. Basierend auf dem Vers Matthäus 10, Vers 8. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Auch alle anderen Schriften, die wir anbieten, Videos, alles andere. Wir wollen nichts verkaufen. Jeschua hat damals auch nichts verkauft, sondern alles kostenlos weitergegeben. Auch die Apostel. Und so wollen wir auch verfahren. Also schon mal viel Spaß beim Lesen. Schönen Tag noch, gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.